Scheinkräfte, gibt es sie oder gibt es sie nicht? Herzlich willkommen zu meinem neuen Erklärvideo. Und in diesem kann ich gleich die grundsätzliche Leitfrage beantworten. Gibt es Scheinkräfte? Die Antwort ist ein ganz klares Ja. Und ob es die gibt. Die sind auch gut spürbar. Also das berühmteste Beispiel ist die Zentrifugalkraft. Die tritt hier etwa in diesem Kirmeskarussell auf. Das hieß in meiner Vergangenheit Love Express. War wahrscheinlich so gedacht, dass der Junge außen und das Mädchen innen sitzen sollte. Und wenn das Karussell dann fährt, dann wird das Mädchen immer stärker nach außen zum Jungen hingezogen. Ob das jetzt auf Liebe oder magische Weise passiert, in Wirklichkeit ist es dann die Zentrifugalkraft, ist nur eine Scheinkraft, aber ja, und ob die spürbar ist. Man könnte theoretisch auch ein Kraftmesser nehmen und könnte das messen, das macht man jetzt bei Kirmeskarussells ja nicht, aber prinzipiell ist das möglich. Was hingegen nicht möglich ist, wo es Schwierigkeiten gibt, das ist das Finden einer Ursache. Woher kommt diese Kraft nach außen? Klären wir im Laufe des Videos. Schauen wir zunächst einmal, was da im Physikbuch drin steht. Und da steht folgendes: Ursache für Scheinkräfte ist die Trägheit der Masse, wenn sie aus einem Nicht-Inertialsystem heraus beobachtet wird. Ja, ich glaube, das sollte ich besser ein bisschen genauer erklären. Und das kann ich machen anhand eines Gedankenexperimentes. Eines Gedankenexperimentes von zwei Physikern, die das Verhalten einer Kugel beobachten. Da haben wir hier auf der Wiese den Physiker A, ich nenne ihn mal Albert, und dann dort in einem Zug mit dem Labor den Physiker B, nennen wir ihn Berti, und die beiden beobachten jetzt das Verhalten von dieser grünen Kugel hier. Situation 1 ist dabei, der Zug fährt mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus. Und damit meine ich wirklich eine ganz glatte, smooth Bewegung, kein Beschleunigen, kein Bremsen, keine Kurvenfahren und auch kein Ruckeln. Also anders als man es jetzt wirklich von der Bahn her gewohnt ist. Ja, und wenn die Bewegung so ganz glatt ist, dann sieht das ungefähr so aus. Was beobachten die beiden? Fangen wir mit Berti an. Berti sieht die Kugel einfach vor sich ruhig liegen. Also gar nichts, ne? Ruhelage. Und dafür ist auch keine Kraft nötig. Albert hingegen sieht die Kugel, wenn er sie denn durchs Fenster sehen kann, gleichmäßig sich von links nach rechts an ihm vorbei bewegen. Das heißt, er nimmt eine gleichförmige Bewegung wahr. Und für gleichförmige Bewegung brauche ich auch keine Kraft. Und damit ist alles in Butter. Hier gibt es überhaupt keine Probleme. Passt alles. Gehen wir in die Situation 2. Der Zug steht und fährt nun an. Das Ganze sieht dann für die beiden so aus. Was beobachten die? Fangen wir in diesem Fall mal mit Albert an. Albert sieht, dass der Zug nach rechts beschleunigt. Der Tisch wird regelrecht dabei unter der Kugel weggezogen. Und die Kugel beginnt dadurch dann aufgrund ihrer Massenträgheit dann über den Tisch zu rollen. Was sieht Berti? Gehen wir mal zusammen mit Berti in das Labor im Zug rein und schau mal, was sieht Berti? Er beobachtet, die Kugel rollt von ihm weg, zunehmend schnell. Das heißt, sie führt eine beschleunigte Bewegung durch. Berti kann sie dann auch wirklich wunderbar messen, hat dann eine Uhr und hat ein Lineal, kriegt insbesondere auch die Beschleunigung raus. Und dann gibt es die Formel Kraft gleich Masse mal Beschleunigung und dann kann Berti ausrechnen, wie groß die Kraft sein muss, die auf diese Kugel gewirkt hat, damit sie diese Bewegung macht. Aber Berti kann nicht herausfinden, woher diese Kraft kommt. Das bleibt für ihn ein Mysterium. Ich komme nochmal zurück auf die Definition. Ursache einer Scheinkraft ist die Trägheit der Masse, wenn sie aus einem Nicht-Inertialsystem heraus beobachtet wird. Jetzt sollte ich auch nochmal erklären, was vielleicht ein Inertialsystem ist. Das ist einfach ein Beobachtungssystem. Und zwar ein Beobachtungssystem, in dem ein Körper in Ruhelage bleibt oder in gleichförmiger Bewegung, solange keine Kraft auf ihn wirkt. Inertialsysteme sind üblicherweise selbst in Ruhelage oder bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus. Aber da ist Berti eben gerade nicht drin, er ist in einem Nicht-Inertialsystem. Berti beschleunigt und deswegen sieht er eine beschleunigte Bewegung der Kugel, ohne dass er dafür eine Ursache finden kann. Kommen wir damit zurück auf die Zentrifugalkraft an unserem Kirmeskarussell. Ich habe es hier mal relativ einfach nachgezeichnet, auch jetzt nur 4 Waggons, mehr brauchen wir ja nicht. Von mir aus können wir damit auch mal 2 Runden eben drehen und betrachten dann die Situation genauer, was da physikalisch passiert. Also du sitzt jetzt im Karussell und das Karussell zwingt dich in diese Kreisbewegung. Wenn das Karussell nicht da wäre, dann würdest du dich einfach gleichförmig geradeaus weiter bewegen aufgrund deiner Massenträgheit. Das heißt, zu der Bewegung, die schon da ist, muss eine nach innen gerichtete Kraft kommen, die dich sozusagen in die Kreisbahn zwingt. Diese nach innen gerichtete Kraft heißt Zentralkraft. F für Kraft und Z für zentral. Du selber bist in einem Nicht-Inertialsystem, denn du bewegst dich ja beschleunigt.
Und du spürst dann eine Kraft nach außen. Das ist die Zentrifugalkraft. Das ist die Gegenkraft von der Zentralkraft. Ursache ist nämlich deine Massenträgheit. Und damit ist die Zentrifugalkraft eine Scheinkraft, weil du halt selber in diesem Nicht-Inertialsystem bist. Und ich hoffe, damit konnte ich verständlich machen, was Scheinkräfte sind, insbesondere was die Zentrifugalkraft ist. Und damit verabschiede ich mich von hier, wünsche weiter viel Erfolg beim Lernen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.